Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran. Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Wird lustig. Du dich an das auf Tanne? Das kann unterhaltsam werden. Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Hast du etwas zu verbergen? Du magst keine Geheimnisse. Nein. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Da taucht auf einmal das Schiff auf. Ja, Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind. Aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Kayra getroffen. Was um Himmels Willen macht Kayra Metz wieder in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen.
Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Okay. Moissac ist der Kopf des Skelliger-Zirkels. Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Ja. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Aha. Na dann. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Ach, wenn es sein muss. Muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Kostümieren wir uns wieder. Ich trage zwar seit Anfang des Spiels nur diese eine Uniform. Inzwischen habe ich auch mal andere getragen. Auch wenn sie mal ein bisschen schlechter war als andere Sachen. Bran. Karte eintragen. Ich finde hier auch irgendwo einen Schmied, der uns unsere Waffe repariert. Du bist gar nicht so schrecklich. Du bist gar nicht so schrecklich. Ja, gut. Ach, bitte. Ich hab nichts gemacht. Was zum Henker? Verdammt. Gerade keine Zeit. Ich muss mein Leben retten. Bin ich einfach attackiert. Wahrscheinlich, weil ich geplündert habe. Zum ersten Mal hat das Auswirkungen. So, meditieren wollte ich mal eben. Oh, ich habe einen Charakterpunkt. Und den könnten wir mal Täuschung. Ich denke, das werden wir früher oder später noch brauchen. Ach, in einem Kampf können wir das nicht machen. Ja, wir sind also in einem Kampf. Sehr gut. Die Kämpfe hier sind zu schwer. Ich hoffe, die greifen mich jetzt hier nicht an. Oh, schöne Aussicht. Triff dich bei dem Eingang Burgkehrtreude mit Jennifer. Mit Jennifer. Den Typen hängen wir schon ab. Wir müssen uns formell kleiden. Das würde ich wirklich mal gerne machen. Und ist tot. Und da müssen wir hin. Die üblichen Jennifers Gemächer. Sind wir schon auf meinem Weg? Wie schön, dass wir dich sterben zu sehen. Ja, das wird auch gleich passieren. Ach du Scheiße. Weg hier. Ich halte das nicht aus. Die werden mich besiegen. Darauf habe ich keinen Bock. Hau doch ab.
Ach, Dreck. Was ist denn los? Weil ich da mal ein bisschen was geklaut habe. Meine Fräse. Das Geld verloren. Hatte ich auch nicht viel dabei. Ach, meine Fresse. Diese Wikinger hier. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mond. So, die wird sie erstmal ankleiden. In der Hoffnung, dass wir hier nicht schon wieder angegriffen werden. Rumtreiber. Edda, Hexer. Wünschst du dich zufällig Arbeit? Ruhe, ist nicht so viel. Es war eine Aufgabe, die wir hier vom Clan Tyrse. Unser tapferer König. Auch Fremdländer haben versuchen. Ruhm und Erbe brechen überall hin. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern gehört, mich. Und luxuriös. Das Schwert müssen wir mal dringend reparieren. Oh, eine Truhe. Können wir ablegen. Ein paar Bücher zum Beispiel. Das behalten wir erstmal. Elegantes Hemd von Skellige. Tunke von Skellige. Hose von Skellige. Hose von Skellige. Festliche Pantoffeln. Dann kann man ja einen Look auswählen. Ich nehme den hier. Und das hier und das hier. So, na dann. Zwei Rüstung. Gegen vier Rüstung getauscht. Eine Rüstung gegen 30. Aha. Wenn wir angegriffen werden, sind wir halt. Na toll. Wir sehen wieder aus. Die Handschuhe lasse ich mal an. Ach, Hallöchen. Ich hab ihn nicht gelootet. Das ist verbucht. Leg's auch gleich wieder ab hier. So, wir müssten mal so betrifft dich beim Eingang zur Burg, der Trolle mit Jennifer. Meinst du, du kannst es mit ihm aufnehmen? Hoffentlich kampflos kommen wir dahin. Ich glaube, das erste Mal war wirklich, dass wir am Hafen einfach mal gelootet haben. Das ist dem aufgefallen. Es wird nicht nur deswegen sein, weil die. Das ist. Das
Mädchen war ein bisschen seltsam, aber deswegen ist er ja nicht. Deswegen hat er uns nicht angegriffen. Letzte Nacht war. Hübsche Aussicht. Gar nicht übel. Pass auf, wohin du gehst. Wir erkunden das hier dann auch später. Jetzt müssen wir erstmal zum Fest, zum Leichenschmaus. Ein sehr langer Tunnel durch den Fels. Genau, Nachtkerl. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Ich bin Geralt, ein Hexer. Birna, Königin von Skellige. Sehr erfreut, doch bitte entschuldige. Die Pflicht ruft. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Halt's Maul? Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich hab meine eigene Kleidung gewählt. Ich hab mir deinen Fummel angezogen. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß. Halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Vielleicht will er Krach machen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. So, wenn das so ist... Wenn das so ist, kommst du mit deinen eigenen Sachen. Das ist, wenn das so ist, dann tun wir das. Wenn das so ist, dann laufe ich nackt rum. Die Schuhe noch aus. Können wir auch mal machen, hier im Norden. Skellige. Auch mal lustig. Und? Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Was Protest? Da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Sein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Das ist gerade das Problem. Das fällt dir auf. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht. Direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Ich hätte ihn ja gar nicht verändert, ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist, ich finde, der ist passend gekleidet für diese Veranstaltung. Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder.
Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres Ankret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deinen Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade anlegst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und warum muss auch zwingen? Wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Ich meine, das ist eine. Das ist ein Leichenschmaus. Da gab es gerade eine Beleidigung, aber warum muss bei jeder Party, auf die wir gehen, im Spiel irgendjemand im Hintergrund heulen? Warum ist da immer das? Ich höre jetzt gerade schon wieder geheult im Hintergrund. Ich meine, hier ist es mal halbwegs verständlich, dass da jetzt jemand verreckt. Das ist gerade jemand zum Grabe getragen worden, aber. Ja. Das war schon auf der Burg dort, wo wir bei Novi gerade waren, weil denn das ist. Irgendwer steht immer am Rand rum und heult. Das ist. Ja, wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Am Ende werden wir hier noch König. Los geht's! Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Nicht bescheißen. Okay. Auf geht's. Beeil dich, alter Mann. Ich bin am leichtesten. Ich habe kein Gewicht von Klamotten oder so. Das könnte von Vorteil sein. Wäre ich dann König, wenn ich das hier gewinne? Schön auf die Map gucken. Die ist langsam. Hier. Kurz die Orientierung verloren. Da müssen wir noch die Axt rausziehen. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich habe verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Auf Ceres. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleitung. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter.
Wirklich? Ach, schade. Wir müssen reden, nicht hier. Hinter ich würde mich gerne noch besaufen. Alles erfahren. Noch nicht zechen. Ich würde es unter den Tisch saufen lassen. So, ich werde mir mal gerade eben... wieder meine Sachen anziehen. Ich glaube, das waren die Hose, die wir vorher hatten. Schönen Stiefel. So muss das. Schämst du dich nicht? Ich bin ein einfacher Mann. Ich was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Sag mal, Lugos, warum schickst du dein Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser, eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt! Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist! Wir werden hier mit Hafer und Karotten geworfen. Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft! Damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug ist, um Mordwag zu töten. Hau den geschissenen Bastard um, wenn du es nicht tust, tu ich es! Oha, wir müssen mal ausweichen. Ist doch gar nicht so falsch. Oh, Kacke. So, da haben wir ihn in die Bank gekloppt. Hast echt gut ausgeteilt. Sehe immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch gerne. Ich bestehe drauf. Jungmund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Wenn wir hier schon mal bei den Wikingern sind, müssen wir doch mal ordentlich saufen. Ordentlich. Alle unter den Tisch saufen. Oder unter den Tisch gesoffen werden. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Was spricht schon gegen ein Schlückchen in guter Gesellschaft? Nichts, aber denk dran, dass wir nachher wichtige Dinge besprechen müssen. Nüchtern.
Ich denk dran. Im Hintergrund haben keine Augen. So wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Ja. Auf Bran! Auf Jarl Lugos den Irren und seinen Irrsinn. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Ja. Okay, mit ihm wollen wir jetzt nicht mehr reden.